Dass im Jubiläumsjahr der Alsenzbahn überhaupt ein Dampfzug fährt, ist schon was Besonderes. Jetzt ist heute endlich mal der große Tag gekommen und es wird wahrscheinlich auch die einzige Sonderfahrt dieses Jahr bleiben. Das Besondere an dem ist jetzt auch noch, dass eine alte Bekannte wieder an die Strecke zurückkommt, die auch früher hier gefahren ist. Die 0180, die war früher in Kaiserslautern stationiert. Die durfte jahrelang hier schwere Züge ziehen. Die darf jetzt nach fast 60 Jahren mal wieder in ihre alte Heimat zurück. Die Faszination für die Dampfloks ist natürlich immer was Besonderes. Und wenn sie dann noch über die eigentliche Heimatstrecke fährt, dann muss man an dem Tag sich dann auch mal Urlaub nehmen. Ja, wenn dann noch das Wetter perfekt ist, so wie heute, könnte es eigentlich nicht besser sein. Oh. Wahnsinn. Das Besondere ist ja, dass das eigentlich nicht der Jubiläumszug ist für 150 Jahre Alsenzbahn, sondern das Jubiläum 25 Jahre Eisenbahnromantikreisen mit Hagen von Ortloff. Hallo, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Es ist der fünfte und leider auch schon letzte Tag unserer wunderschönen Eisenbahnromantik-Sonderfahrt quer durch den Süden und den Südwesten Deutschlands. Ja, es stehen ganz viele bereit. Also die Meldekette funktioniert heute wieder den kompletten Rhein entlang, in Koblenz, Boppard, kurz vor Bingen, danach Bad Münster. Also man kann den Zug gut mitverfolgen und ein paar haben auch schon Bilder geschickt. Also es sind ziemlich viele heute aktiv. Lassen sich das bei dem tollen Wetter auch nicht nehmen. Ja. Wir fahren gerade durch den schönsten Teil des Rheintales. Nicht zu vergessen natürlich die Lorelei. Moin Jürgen, grüß dich. Weißt du, wo der Zug inzwischen ist? Ja? Ja, Zug ist in Oberwesel durch. Das ist doch gut. Ah, okay. Zwischen Oberwesel und Bacharach. Alles klar. 20 Minuten Verspätung. Okay, ja, das ist gut. Dann gucken wir mal, wie er es hinter Bingen weiter schafft, da die Taktlücke wieder zu kriegen. Gut, bis später. Ciao. So, in einer Stunde können wir mit dem hier rechnen dann. Ja. Wir sind jetzt in Alten Bamberg, unterhalb der Burgruine Alten Baumburg. Im Hintergrund sieht man noch den Roten Fels, also gleich zwei schöne Motive, die jetzt wunderbar in der Sonne rauskommen. Ich habe selbst hier schon auch Stunden und Tage verbracht. Habe hier schon meinen Grill aufgebaut, war hier den kompletten Vatertag schon auf Tour, habe hier die Züge an mir vorbeirauschen sehen. Wie sagt man so schön, der Täter kehrt immer mal wieder zum Tatort zurück. Die besondere Herausforderung wird sein, bei dem Zug, der ja doch mit 130 Sachen hier durchfährt, den irgendwie nochmal zu bekommen. Also hier in Alten Bamberg, die Einstellung ist natürlich schon das Parademotiv. Und im besten Fall schaffe ich es nach Enkenbach nochmal den zu erwischen, das wäre schon ganz gut. Und jetzt brauchen wir hier noch einen Schreiberling. Mr. Eisenbahnromantik. Ich glaube, für ihn ist es jetzt auch erstmal was Neues gewesen, dass die Strecke hier irgendwie was Besonderes ist. Ich bin sehr froh, dass es einen Film über die Alsenztalbahn geben wird, weil das ist so ein Bereich, eine Gegend, die eigentlich ein bisschen vernachlässigt ist, die man kaum kennt. Deswegen finde ich es toll, dass man diesen Fluss, dieses Tal und die dazugehörige Eisenbahn jetzt einfach thematisiert. Die Regelzüge sind eigentlich aufgeteilt zwischen DB Regio und Flex. Immerhin wechselt es zwischen Rot und Blau. Das ist ein klein wenig Abwechslung. Die blauen Züge sehen schon richtig gut aus. Die heben sich gut vom Hintergrund ab. Also das muss ich schon sagen. Also das Licht ist schon wirklich super. Die Burg ist jetzt perfekt im Blick. Und wenn er zukommt, das wird richtig gut. Das Umfeld ist angerichtet. Der Hauptdarsteller kommt noch. Thank you.
perfekt. Ganz toller Zug mit den zwei Loks vorne. Absolut super. Jetzt geht's weiter nach Enkenbach. Dort ist ein kurzer Stopp geplant. Danach kriegen wir noch mal. Auf geht's. So, jetzt wird's spannend. Mal gucken, ob das jetzt überhaupt mit dem Zeitplan passt. Also die 20 Minuten Aufenthalt, die wären ja nochmal jetzt gewesen. Ich befürchte, dass der Foto halt dort ausfallen könnte. Ja, dann würden wir den Zug nicht nochmal sehen heute. Das wäre natürlich sehr schade. Aber ja, jetzt erstmal auf die Bundesstraße und dann Verfolgung aufnehmen. Freie Bahn. Oh yes, ist alles grün. Die Alsenzbahn hat eigentlich keine besonders großen Steigungen oder Gefälle. Es läuft eigentlich alles schön hier durch Wald und Wiesen, relativ gemächlich, wirklich an dem Bach entlang. Also vom Fluss kann man ja nicht sprechen. Die historische Bedeutung kommt eigentlich daher, dass die als Transitstrecke geplant wurde von Nord nach Süd, also wirklich von Holland über Ruhrgebiet bis nach Basel und dann zum Anschluss weiter Richtung Italien. Sollte die kürzeste Verbindung sein, quasi zwischen Nordsee und Mittelmeer. Und wenn man sich das anguckt und das mit dem Lineal da durchzieht, kommt man eigentlich hier auch durchs Tal. Das wird schwierig. Für so Fälle hatte ich früher mal so ein Blinklicht mit. Das ist nur so ein gelbes Funzelblinklicht, aber es hat manchmal geholfen. Oh, 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 uns bleibt nichts erspart. Das ist natürlich schon Wettbewerb, sportlicher Ehrgeiz ist dann schon dahinter. Gerade wenn so Ereignisse selten vorkommen, will man natürlich das Maximum rausholen. Enkenbach. Oh, Zug fährt in 10 Minuten ab. Das wird Punktlandung, mein lieber Herr Gesangsverein. Dann mal ab durch die Mitte. Wir müssen mal gucken, ob wir da oben von dem Hügel eine gute Sicht haben. Ich renne mal schnell hoch. Ist doch toll, dass es geklappt hat. Zum Glück haben die sich ja auch ein bisschen Zeit gelassen. Bis dann alle mal im Zug sitzen, das dauert. Manchmal muss man auch Glück haben. Ist super geworden. Hat alles gepasst. Ein bisschen mehr Dampf wäre noch schön gewesen, aber so schnell können die hier ja auch nicht rausfahren. Aber ansonsten super. Sehr schöner Zug, perfektes Licht.